Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. Ich freue mich riesig, ihr Lieben, dass ich jetzt Zeit habe, denn ich bin schon sehr gespannt auf dieses Video, wie das Endergebnis aussehen wird. Ich habe euch in einem meiner letzten Videos erzählt, dass ich schon einkaufen war und ja, fiel mir da so ein Videothema ein. Wahrscheinlich gibt es das vielleicht in irgendeiner Art und Weise, gibt es das bestimmt. Aber ich habe mir gedacht, ich gehe mal in die Drogerie. Ich notiere mir vorher meine Schminkreihenfolge, wie ich mich schminke im Moment, ja. Und dann gehe ich in die Drogerie, nehme mein Buch zur Hand und sage, okay, Punkt Nummer 1, Puder, um meine Augenlider zu entfetten. Erste Theke, ich bleibe vor der ersten Theke stehen, die mir über den Weg läuft und dann gehe ich der Reihenfolge nach. Also Puder war dann, der erste Stand war L'Oreal. So, und ich denke, das ist leicht zu verstehen. Ich Horst, habe zum Beispiel Concealer vergessen. Fiel mir dann aber auch erst ein, als ich bei Foundation stand, dachte ich mir, warum habe ich keinen Concealer? Ja, habe ich dann nachgetragen und Mascara hatte ich ganz vergessen. Das fiel mir dann irgendwann auf und ich kann euch auch sagen, warum Mascara. Wahrscheinlich, weil ich im Moment ja nur eine Mascara verwende und das ist die von L'Oreal, die auch in meinem Projekt ist. Und dann hatte ich irgendwie Mascara nicht auf dem Schirm. Habe jetzt aber trotzdem eine günstige dann noch vor ein paar Tagen nachgekauft. Ja, aber ich denke, so ist es ungefähr verstanden, ne? Ich denke, ich bin auch euch sehr, sehr dankbar. Ich wusste nämlich jetzt nicht, boah, wie nennt man sowas? Wie nennt man dieses Videothema? Also ich schminke mich nach meiner Schminkreihenfolge oder ich kaufe vorher die Sachen alle neu. Also ich habe wirklich jetzt quasi mein Make-up, ich mache jetzt ein Full-Face-Make-up in meiner Schminkreihenfolge der Theke nach. Genau, irgendjemand schrieb nämlich, Nadine, weil ich hatte euch da in ein paar Videos vor oder im letzten Video gefragt, Kerr, wie soll ich das nennen? Und dann schrieb mir jemand von euch, Nadine, nenn es der Theke nach. Also Full-Face-Schminki der Theke nach in meiner Schminkreihenfolge. Alles neu. Irgendwie so. Ich denke, es ist verstanden. Und wenn nicht, dann wird es hoffentlich verstanden werden. Hier in meiner Tüte sind alles die Produkte, die ich jetzt gekauft habe. Und ich fange jetzt einfach an. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Spiegel ist am Start. Und ich fand es halt interessant, weil ich wusste halt jetzt, okay, die erste Theke ist L'Oreal. Genau. Und bei L'Oreal habe ich dann halt ein Puder kaufen müssen nach meiner Reihenfolge. Und ja, dann habe ich mir mal das Puder, das Infallible Magic Loose Powder. Dieses hier. In dieser Dose. Und vielleicht sieht man das. Das ist bläulich. Das Puder an sich ist bläulich. Ja, ich habe als ersten Punkt halt Puder, weil ich mache jetzt nur, wollte nur etwas meine Augenlider entfetten. Weil ich fange jetzt mit dem Augen-Make-up auch gleich an. Ja, so, und hier ist jetzt ein Aufkleber. Hier seht ihr ein paar Löcher und da werde ich mal eben einen Zahnstocher besorgen. So, ich habe mich bewaffnet mit einem Zahnstocher und werde mir jetzt hier ein paar Löcher reinmachen, weil... Ich glaube, sonst habe ich zu viel. Wenn ich jetzt die ganze Folie abziehe, dann... Ich mache jetzt mal hier 5 Löcher. So. Und gebe mir jetzt mal dieses Puder etwas... Genau, ich brauche ja nicht viel. Hier, erstmal nur so ganz wenig. Das sieht sehr fein gemahlen aus. Gebe ich mir so ein bisschen was und dann nehme ich einen... Genau. Hier so einen ganz fluffigen, weichen Blendepinsel ist das. So, mein Spiegel am Start. Ich hole euch gleich auch beim Augen-Make-up näher ran. Ich möchte nur hier mein Augenlid etwas entfetten. Oh ja. Das ist ein interessantes Puder. Was verspricht es denn? Ich weiß es gar nicht. Kennt jemand von euch dieses bläuliche Magic Loose Powder? So, das wird mir erstmal reichen. Ja. Jo. Ich lege das mal, also damit möchte ich dann hinterher im Anschluss auch mein Gesicht setzen, also wenn ich dann soweit bin. Genau, doch, also an sich, was ich jetzt so sehen kann, es scheint ein sehr, sehr feines Puder zu sein und diese bläuliche Farbe des Puders kann ich jetzt hier auf meinen Augen nicht erkennen. Jetzt käme die Eyeshadow Base, habe ich aufgeschrieben, Eyeshadow Base, weil ich möchte mit meinem Augen-Make-up anfangen. Da war ich dann bei der Maybelline-Theke und bei der Maybelline-Theke habe ich keine Eyeshadow Base gefunden. Genau, und
bei Maybelline gibt es ja diese 24-Stunden-Color-Tattoos. Da habe ich schon ein paar von, aber diese Nummer noch nicht. Das ist die 91 Creme de Rose. Und ich glaube, jemand hat mir dazu mal geschrieben, dass das wohl ein Dupe sein soll zu MAC Painterly. Genau, den habe ich nämlich, oder hatte ich mal. Also, hier sehen wir das gute Stück. Und das soll wohl ein Dupe sein zu diesem Painterly von MAC. Genau. So, und ich hoffe, ich bin gut im Bilde jetzt hier. So sieht das gute Stück aus. Schöne Farbe, ein schöner Roséton. Und den gebe ich mir... Oh ja, das ist, fühlt sich sehr babsig an. Und den gebe ich mir aber nicht jetzt bis hoch unterm Augenbrauenbogen, so hier bis zur Lidfalte. So. Ja. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob ich euch komplett mitnehme oder immer nur ein Auge. Ich denke, ich werde es ein bisschen schneiden. Ich wollte dieses Video auch fürs Wochenende jetzt schon, also für letztes Wochenende gerne euch hochgeladen haben, aber ich hatte keine Zeit, es abzudrehen, es tut mir leid. Aber ja, dafür jetzt. Also ich muss wirklich sagen, ich habe den, oder hatte, ich meine, ich hätte den Painterly Mac, also den Paintpot. Den können wir ja mal vergleichen. Also ich finde es erstmal ganz gut, seht ihr? Und das ist wirklich, wie hier drauf steht, eine matte Geschichte. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ein matter Lidschatten, der soll mir jetzt als Lidschattenbase einfach herhalten. Ne? So, finde ich erstmal toll. Dann in meiner Liste, ich habe jetzt hier mein Buch, käme Augenbrauen. Nee, Quatsch, doch Augenbrauen. Warum Augenbrauen? Weil normal lasse ich die Eyeshadow-Base immer im Moment einziehen. Hier habe ich zwar jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier noch warten müsste, aber ich gehe in meiner Reihenfolge vor und Augenbrauen, da war ich dann bei der Lavera-Theke, die kam dann und da gab es irgendwie nicht so passende Produkte, weil ich bin ja sehr dunkel, ihr seht es, ich habe sehr dunkle Augenbrauenhärchen. Jetzt, nichtsdestotrotz habe ich mich für den Eyebrow Pencil in Braun entschieden. Es gab, glaube ich, nur 2 oder 3 Farben und ich habe Braun. Genau, das ist halt wirklich hier so ein dunkles Braun. Und wir werden jetzt mal schauen. Oh ja, ich habe ziemlich lange Augenbrauenhärchen, aber nicht so dichte. Und eigentlich nehme ich ja lieber an, mein heiliger Gral ist ja Puder, ne? Also Lidschattenpuder. Lidschattenpuder? Augenbrauenpuder. Also es ist schon, ihr seht es, ne? Ziemlich dunkel, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es kommt gar nicht so braun rüber. Ich habe hier so ein Wimpernbürstchen, aber das nehme ich sehr gerne. Das ist von Real Techniques hier so ein Teil. Und kämme das durch, weil ich mag es nicht zu angemalt. Also ich mache das sieht irgendwie unnatürlich aus bei mir. Aber ich brauche nicht feste Brücken und bin doch recht angetan erstmal. Hier wird's ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen. Hier habe ich ja nicht viele Härchen. Also der gibt gut Farbe ab. Ich brauche nicht feste Aufdrücken, das finde ich gut. Hier könnte ich noch ein bisschen auffüllen. Doch, so wenn man das vergleicht, was meint ihr? Also ich... Das hätte ich nicht. Ich hätte mir den so jetzt nicht gekauft, weil ich der Meinung war, der ist mir zu warm von der vom Farbton her. Aber, nö. Geht in Ordnung. Würde ich definitiv jetzt, also werde ich aufbrauchen. Wir lassen das mal so stehen. So, dann kommen wir jetzt in meiner Reihenfolge zu Lidschatten. Und da stand ich dann vor der BH Cosmetics Theke. Und da habe ich mich dann nicht nur für 1, 2 Farben, sondern ich habe mir das offen gelassen. Ich habe gesagt, ich nehme dann auch eine Palette mit. Das ist die aus der Glam Reflection Reihe, die Rosé Palette. Da gab es, glaube ich, 3 verschiedene Ausführungen. Und ich habe mich jetzt einfach mal für die Rosé Palette entschieden. Prat. So, die spiegelt sich jetzt so ein bisschen. Die hat, glaube ich, gekostet knapp 20 Euro oder so. Hat eine Abdeckfolie. Riesengroßer Spiegel und das sind die Farben. Hupala. Also schöne, nudige, roséfarbene Töne und ich hoffe einfach mal, dass ich damit jetzt matte wie auch schimmrige. Ja, wir schminken jetzt einfach mal drauf los. Ich nehme jetzt diesen puscheligen hier.
Ich habe jetzt die Eyeshadow Base schon drauf, möchte einfach mal so ein bisschen setten und nehme dazu diesen Farbton. Das ist ein matter Nude-Ton. Oh, ich bin da jetzt ganz leicht nur reingegangen und vielleicht sieht man das. Es krümelt ein wenig. Oh ja, der Pinsel schluckt ganz schön viel. Da muss man ausklopfen. Also ich zumindest jetzt gerade hier mit dem Pinsel. Einfach nur locker drüber so als erste, wie sagt man, Grundierungsfarbe. Schön. So, dann welchen gebe ich mir denn mal in die Lidfalte? Ich nehme mal hier so ein, sorry, meine Pinsel sind gerade nicht frisch gewaschen, aber geht. Das ist von Evelyn, einer dieser neuen Pinsel. Es gab so eine Art Pinsel-LE aus Holz, mit Holzstiel. Und das ist hier so ein Lid, also den nehme ich sehr gerne hier für die Lidfalte. Und was nehme ich denn? Ich fange mal erstmal sanft an, hier mit diesem Ton. Bin mal gespannt. Und gib mir den vorsichtig. Oh ja, doch. Hätte ich nicht gedacht, dass man, weil der so hell ist, dass man den sieht so. Ich hätte jetzt gedacht, dass, boah, also der ist wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Muss ich sagen. Und ich trage mir das jetzt erstmal so ein bisschen grob auf, weil ich das gleich noch sauber verblenden werde. Vielleicht trage ich mir auch hinterher noch einen in die Lidfalte. So, sehr schöne Farbe. Dann gebe ich mir den Ton habe ich mir jetzt gerade aufgetragen und jetzt nehme ich den hier oben. Das ist so ein leicht rotbrauner, den gebe ich mir jetzt hier außen hin und direkt in die Lidfalte. Also nicht darüber hinaus, sondern nur mit der Spitze. Auch der, seht ihr, ist sehr gut pigmentiert, ist so ein schönes, warmes Terrakotta-Rot, würde ich sagen. Schön. Den gebe ich mir mal jetzt nur in die Lidfalte. Definitiv etwas Fallout, also ruhig ein bisschen ausklopfen, weil ihr seht ja, die sind gut pigmentiert. Also ja, und ich habe mir jetzt gedacht, so ein Videothema kann ich nicht jede Woche machen. Das kann man vielleicht mal alle 2-3 Monate machen, weil man kauft sich ja komplett alles neu. Aber ich habe mir gedacht, ich kann ja demnächst das so machen. Ich nummeriere meine Schminkreihenfolge durch und dann lasse ich den Zufallsgenerator entscheiden. Und nach der Reihenfolge, wie der Zufallsgenerator entschieden hat, kaufe ich dann Theke für Theke ein. Genau. So, jetzt vermische ich die so ein bisschen ineinander hier. Diese Farbe hier ist, finde ich, sehr, sehr schön. Und jetzt nehme ich mal einen fluffigeren Pinsel. Das ist zum Beispiel von Zur Eva, die 231, so ein schöner spitz zu laufender. Und ich möchte halt einen hier schon mal in den Augeninnenwinkel mir geben. Ja, und dann nehme ich doch mal diesen ganz hellen, schimmernden hier. Genau, den kann ich euch mal einmal auf dem... Oh, wow. Ne, also vom Handswatch. Das ist kein matter. Die anderen zwei waren matt und da dipse ich jetzt rein. Und könnte vielleicht doch mal ruhig ein bisschen mehr nehmen. Oh ja. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Ton. Der hat halt so ein paar Glitzerpartikel. Und ich mag das ja. Also ich mag eigentlich mein Augeninnenwinkel muss immer gehighlightet. Also meistens. Ne? Es muss nicht immer ein schimmriger sein. Es kann auch ruhig was Dezentes sein. Aber heute mag ich. Heute regnet es leider. Gestern war es noch relativ schön. Am Sonntag, heute ist Montag und wir haben leider nicht mehr so schönes Wetter. Ja, das lassen wir doch erstmal so stehen. So, was mache ich mir denn auf dem Auge? Lidschattenpinsel von Alverde nehme ich mir mal und ich trage mir... Jetzt möchte ich was Schimmriges. Jetzt nehme ich, glaube ich, diesen hier. Den. Den swatche ich euch auf. Oh, wow. So. So ein schöner, schimmernder Roséton. Also die Palette macht bisher ihren Namen alle Ehre. Achso, ausklopfen. Und den gebe ich mir jetzt auf mein ganzes bewegliche Lid. Oft ist es ja bei so Farben auch, dass die noch mal besser rüberkommen, indem man die anfeuchtet. Das, was ich jetzt hier allerdings sehe, ist gar nicht mal so unübel. Also ich würde fast sagen, wenn ich das hier etwas noch aufbaue, reicht mir das. Ne, das funkelt doch schon ganz gut. Krümmelt auch ein bisschen.
Sehr, sehr schöner heller Rosé-Schimmerton. Ich hätte natürlich jetzt auch was Mattes nehmen können, aber ich habe ja jetzt schon matt in der Lidfalte. Oh ja, das gefällt mir. Fallout habe ich so ein bisschen, glaube ich, ne? Es ähneln sich auch viele, ne? Wenn man hier so in der Mitte guckt, den habe ich jetzt eben genommen. Aber sie haben schon farblich Unterschiede. Und wenn ich jetzt mal in dieses matte Braun gehe, wow, dann diese drei Farben, das ist diese Reihe hier. Und davon möchte ich mir jetzt, ich finde das wunderbar, dass die so gut pigmentiert sind. Ich hoffe jetzt auch auf den Pinsel, weil ich möchte jetzt mir einen Lidstrich ziehen mit einer Lidschattenfarbe. An sich das Augen-Make-up so gefällt mir schon sehr gut. Möchte ich mir jetzt ungern noch eine Lidschattenfarbe drüber geben. Ich finde das super schön. Ich nehme mir jetzt hier so einen abgeschrägten Lidschattenpinsel. Das ist auch von, nee, das ist von, ach, von der Stephanie Stylicious, genau. Ja, welchen nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme diesen hier. So ein braun-rot. Genau, der ist, glaube ich, sehr schön dunkel und ich hoffe einfach mal, oh ja doch, das sieht man. Ich mache das ja ganz gerne mal, ne, einen Lidstrich. Ich hätte mir da, habe ich das aufgeschrieben? Ne, habe ich nicht, genau. Ich kann ja auch das nächste Mal mir ein Kajal, also einen flüssigen Eyeliner mir eintragen in meine Schminkreihenfolge. Ne? Dann habe ich halt noch einen Posten mehr, aber ich habe mir gedacht, ich nehme mir halt jetzt, wenn ich, je nachdem, welche Theke es trifft, dann hätte ich mir so oder so mehr Lidschatten, hätte es da jetzt nur Monolidschatten gegeben, aber mittlerweile gibt es, glaube ich, in allen Theken gibt es Lidschattenpaletten. Ne? Das gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist ein schöner, warm, also es ist zwar ein dunkler, aber ich finde jetzt nicht so ein kühler Ton. Der hier ist kühler. Aber ich habe den da drüber genommen. Tja, was machen wir denn jetzt? Ich finde den auch so schön hier. Das ist mehr so ein Gold. Ich swatch die mal hier, diese Schimmertöne. Wow, auch klasse. Guckt euch da. Also das ist wirklich super Qualität. Bin ich auch froh. Wie gesagt, die Palette war ja jetzt auch nicht so günstig. Ne? Gib mir am unteren Wimpernkranz jetzt einfach mal diese, die ich euch gerade geswatcht habe, diese schimmernde Dunkelrosé-Farbe. Oder doch, doch, ich nehme erst wieder so einen abgeschrägten Pinsel. Genau. Und trage mir den jetzt mal auf am unteren Wimpernkranz. Gut, dass ich mich jetzt, dass ich die Foundation gleich, da bin ich auch schon gespannt auf die Foundation, weil, ja, ihr seht es, was ich hier für Fallout habe, ne? Also andersrum geschminkt wäre das schon wieder ein Desaster jetzt, aber mir gefällt diese Palette immer mehr. Jetzt verpuschel ich das noch so ein bisschen. Hier einfach mit so einem etwas breiteren Lidschattenpinsel. Oh, nicht ins Auge. Jetzt bin ich ins Auge gekommen. Nur so ein bisschen ausrauchen. Und ich gebe mir jetzt, ich möchte gern diese, hier ist noch so eine schimmernde, hier neben dem Weiß. Oh, das ist ja der Burner. Seht ihr das? Oh, das ist so ein, naja, also ich glaube, ich gebe mir den als Topper doch nochmal über meinen, ich nehme mal hier so von Evelyn so einen schmalen Lidschattenpinsel und gehe jetzt nochmal in die Farbe. Die interessiert mich auf dem Auge jetzt doch. Gib mir den mal hier nur in die Mitte. So einen kleinen Unterschied sieht man wohl. Also ich hatte ja auf dem ganzen Auge diesen Rosé-Ton und jetzt nehme ich den. Also der ist etwas mehr Aprikomäßig hier. Ja, so ein, nur hier so als Topper in die Lidmitte. Also richtig den Unterschied, dass es richtig auffällig ist, ist es nicht. Aber so ein bisschen vielleicht. Nur so als Topper hier auf die Kugel. Ja, wir haben hier gleich, genau, den nehme ich gleich. Moment, so. Ist jetzt kein krasser Unterschied, aber ich wollte ihn gerne mal ausprobieren. Hier, da ist dieser ganz helle. Und den, wow, den nehme ich jetzt für meinen Augenbrauenbogen. Ich nehme mal jetzt so einen festen gebundenen. Das ist von Real Techniques, die 201. Der ist ziemlich fest gebunden. Und da gehe ich jetzt mal in diesen ganz, ganz hellen Matten rein. Oh ja. Und den gebe ich mir jetzt hier, oh ja.
Also es ist vom Fingerswatch natürlich, ihr seht es, es ist eine Aufhellung und das gefällt mir richtig, richtig gut. Krümelt gerade wie das Gewitter, weil ich auch gerade nicht sehr... Ja, ich bin ein bisschen grob jetzt in das Fännchen gegangen. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Erste Gebrauchsspuren, aber der Ton gefällt mir. Der ist nicht schneeweiß, man kann den wirklich aufbauen. Und jetzt gehe ich mal hier über die Kante, dass ich das so ein bisschen hier verbinde. Ich finde, die lassen sich auch ganz gut am Auge verarbeiten. Also, ich meine, ich könnte jetzt noch, soll ich noch ein bisschen dunkler werden in der Lidfalte? Ja, komm. Ich probiere jetzt noch, welchen? Diesen ganz vorsichtig aus. Eben hatte ich den hier benutzt am oberen Wimpernkranz und jetzt nehme ich den unteren. Das ist, um euch den Unterschied zu zeigen, ja, den habe ich jetzt oben als Lidstrich. Der geht mehr ins Braun und der geht mehr ins Rot, ne? Also die ähneln sich schon. Ich weiß gerade wegen dem Pinsel nicht so ganz genau. Ich nehme jetzt trotzdem mal von Zur Eva hier die 228 und gehe jetzt halt ihn ganz vorsichtig, oh Gott, ganz vorsichtig war ich drin in diesen Ton und setze mir den und dunkel das, oh ja doch, und setze mir den jetzt nochmal etwas hier auf den Knochen, auch ruhig bis hier vorne hin, weil er mir so gut gefällt, also sehr gut pigmentiert. Schmeiß weg, Pinsel gerade weggeschmissen, also sehr, sehr schöne Farbe, gefällt mir. Da kann man auch für den Abend schön, ihr seht es ja hier, dunklere Looks schminken. Das ist wirklich, das ist was für Nude-Rosé-Fans, die Palette. Und ich glaube, da hat man lange Freude mit. Ich setze mir den halt jetzt etwas höher, dass man den so ein bisschen sieht, wenn ich die Augen öffne und dass nicht alles geschluckt wird hier. So, und jetzt verblenden wir das nochmal. Mit meinem liebsten Evelyn Blende, das ist wirklich mein allerliebster Blender, den richtig schön nach oben hin. Wow. Also ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert von der Palette. Das hätte ich wirklich nicht geglaubt. Ich dachte, aber ihr seht, hoffentlich, also mir gefällt es. Man muss nicht stundenlang rumblenden. So, tada! Also, ich habe jetzt sehr, sehr viele Farben ausprobiert und bin doch sehr, sehr begeistert. Natürlich habe ich Fallout, man sieht es. Ich klappe jetzt mal die Palette zu, weil es reicht erstmal. Versuche mal so ein bisschen hier unterm Auge aufzuräumen. Oh ja, ja, ich glitzer hier wie das Gewitter. Da werde ich gleich mal mit einem feuchten Tuch hergehen. Mascara, genau. Mascara war, jetzt sind wir einmal schon hier, ne, so nah am Auge, obwohl ist das jetzt so sinnvoll? Doch, klar. Ja, die habe ich mir nachgekauft, weil die hatte ich ganz vergessen. Das ist, ich möchte die mal ausprobieren, die Essence Lash Princess, die mit der lilanen Schrift. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hatte, aber ich fand die gerade zuckersüß und weil ich ja, also ich werde mir dann, wenn ich dieses Format nochmal in einer etwas anderen Form aufleben lasse, so eine leicht gebogene Bananenbürste, werde ich den Posten der Mascara weglassen, weil ich da jetzt wirklich meiner L'Oreal treu bleiben möchte. Okay, ich sehe gerade hier, seht ihr das? Mascara-Spritzer. Okay. Ne, ich glaube, ich hatte von der Lash Princess, da gibt es ja mittlerweile drei Varianten, oder? Ich glaube, ich hatte mal die orangefarbene, die war gar nicht schlecht. Okay. Ja, und wie gesagt, ich möchte ja wegen meinem Projekt da auch gucken, wie viel verbrauche ich jetzt in einem Jahr an der L'Oreal. Und diese hier kann ich ja dann, die war jetzt auch nicht so teuer, ne, Essence halt. Aber ich muss sagen, Essence hat wirklich sehr, sehr tolle Produkte und ich mache jetzt hier dieses mit den YouTube-Videos seit fast 7 Jahren. Jetzt im Juni irgendwann, ich habe damals vor 7, oh, was ist denn da los? Seht ihr das? Oh, muss ich gleich, wenn das angetrocknet ist, mit einem Wattestäbchen ran. Warum spritzt die so? Was ist denn da los? So grob motorisch gehe ich doch gar nicht an die Sache ran, weil ich will jetzt auch nicht hier mein Augen-Make-up versauen. Ich drücke die mal so hoch, weil ich finde, die trennt sehr schön, aber gibt
dennoch Volumen. Also, nur dass die jetzt hier so rumkleckert, seht ihr? Jetzt machen wir mal unten rum. So, ihr Lieben, ich habe jetzt beide Augen getuscht und versuche mal jetzt hier mit Hilfe eines Wattestäbchens. Oh ja, das geht gut, seht ihr? Muss man nur ein bisschen antrocknen lassen. Dann kann man hier so ein bisschen aufräumen. Ansonsten geht es, glaube ich. Hier so ein bisschen. Hier habe ich auf dem Auge was. Nee, also die Mascara macht erstmal einen ganz ordentlichen Eindruck. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die wirklich schon mal vielleicht früher hatte. Ja, mal schauen. Aber sie ist nicht schlecht. So, dann käme jetzt in meine Reihenfolge. Ich glaube, ich zoome euch einen Ticken mal raus. So, ja. Jetzt käme, was haben wir jetzt? Mascara haben wir. Primer, genau. Jetzt kommt Primer. Weil jetzt können wir ja, Augen-Make-up ist fertig. Und als Primer habe ich, da stand ich dann, da war dann die nächste Theke bei mir, Alverde. Und da habe ich gleich zwei Produkte mitgenommen. Einmal den Hyaluron Glow Roll On. Und der, das ist jetzt ein neues Produkt auch. Und ihr seht es, hier ist dieser Glow, dieser Glitter. Und das muss man vorher schütteln. Und dann verteilt sich das und dann sieht das so ein bisschen holographisch aus, finde ich. So holomäßig. Ja, das ist einfach ein für optisch glattere Haut und einen leichten Glow. Anwendbar um den äußeren Augenbereich und auf beliebigen Gesichtspartien. Die Metallkugel schenkt zusätzlich Kühle, enthält Hyaluronsäure. Ja, also ich mache mir das jetzt mal hier wirklich so um mein Auge bis hierhin. Riecht typisch Alverde. Ich mag ja da diese Düfte, diese Gerüche. Gib mir das nochmal hier auf die Nase. Vielleicht sieht man da irgendwas. Was ich jetzt hier so sehen kann im Spiegel. Also es ist kühl, natürlich. Durch die Metallkugel ist es schön kühl. Ich sehe jetzt allerdings jetzt keinen derben Glow. Ein, zwei Glitzerpartikel sehe ich von dem Lidschatten. Oder? Na, vielleicht müssen wir es ein bisschen warten. So. Ja, so ganz minimal sehe ich so ein Leuchten. Ne, irgendwas muss ja auch hier, dieses Irisierende hier drin, muss ja was bewirken. Schön finde ich halt, ein sehr, sehr kühler Moment ist das, wenn man mit der Kugel über die Haut fährt. Tut sehr, sehr gut, könnte ich mir im Sommer gut vorstellen. Und Hyaluron ist ja nicht schlecht und gibt so eine leichte Frische, finde ich hier, ne? Also es ist schon irgendwo, irgendwas ist da. Dezent. Ja, hier sind noch so ein paar gröbere Glitzerpartikel. Das ist wirklich von dem BH Cosmetics. Also, ja, eigentlich war es ja der Gesichtsprimer. Den habe ich hier auch gekauft. Aber nichtsdestotrotz musste ich das mitnehmen. Das stand direkt daneben. Also Daumen hoch, finde ich, erstmal für den Hyaluron Glow Roll On. Ja, und dann stand ich bei den Primern. Da gibt es von Alverde mittlerweile auch mehrere. Ist das okay so? Da muss ich euch noch ein Stückchen so... So, genau, und dann habe ich mich entschieden für den Alverde Anti-Stress Serum Primer. Ja, Anti-Stress fand ich ganz süß, dachte, warum Anti-Stress? Hier hinten steht drauf, die Basis für ein ebenmäßiges, strahlendes Make-up. Die hochwertigen Inhaltsstoffe lassen das Hautbild optisch verfeinert und geglättet wirken. Durch seinen wohltuenden Vanilleduft entfaltet der Primer seine Anti-Stress-Wirkung. Ja, gut. Wer jetzt natürlich keinen Vanilleduft mag, für den ist es dann eher Stress. Aber ich mag Vanilleduft. Nach der Reinigung eine kleine Menge im ganzen Gesicht verteilen, anschließend wie gewohnt Make-up auftragen. Muss man das schütteln? 30 Milliliter sind hier drin. Jo, ich schüttel mal. Also es gab auch speziell porenverfeinernde Primer, dann gab es noch was mit Matt. Aber ich wollte diesen jetzt hier, diesen Anti-Stress. Er soll ja auch optisch die Haut ein bisschen glätten. Ich hoffe, das verträgt sich mit meiner... Moment, Telefon! So, bin wieder da. Und jetzt probieren wir das mal aus hier. Ich schüttel den mal ein bisschen. Kommt halt in so einer Plastikpulle, hat eine Pipette. Oh, das riecht... Oh ja. Das riecht wirklich lecker. Oh, ich habe gar nicht aufgepumpt, merke ich gerade. Hier ist gar nichts drin. Ich muss nochmal pumpen. So, das sieht besser aus. Da ist was drin. Ja, geben wir uns mal so einen kleinen Klecks. War das jetzt schon zu viel? Also es ist flüssig, milchig. Und das gebe ich mir jetzt hier überall hin. Gerade natürlich auch... Oh,
Also dieser Vanilleduft ist echt lecker. Also bei mir ist es wirklich Anti-Stress, aber ich habe auch das Gefühl, das ist wie so eine ganz leichte Lotion, also nicht dieses silikonige Gefühl, und es zieht jetzt schon ein. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass das schnell einzieht, und das ist ja nicht verkehrt. Ja, Moment. Ein sehr, sehr schöner Vanilleduft, natürlich, aber nicht zu süß, nicht zu vanillig. Moment. Jo. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, die Kamera steht schief. Doch, das hat auf jeden Fall gereicht. Das waren, glaube ich, so 3 Tropfen. Ich habe 3-mal an der Pipette gedrückt. Der Vanilleduft ist jetzt auch irgendwie verflogen. Also, und diese Lotion zieht sehr schnell ein, hinterlässt ein angenehmes, glattes Gefühl auf der Haut. Und ja, ich glaube schon, so ein bisschen sieht die Haut jetzt glatter aus. Wir gucken mal. Ich hoffe, es verträgt sich mit der Foundation. Also erstmal Daumen hoch. Ich kann mir vorstellen, die jetzt öfters zu verwenden. Ja, jetzt käme dann auf meiner, laut meiner Reihenfolge, war ich dann bei der Foundation. Und dann stand ich bei Catrice an der Theke. Und dann habe ich mich jetzt hierfür entschieden. Ich bin gespannt. Das ist die HD Liquid Coverage Foundation. Mattifying, ja. Davon haben so viele gesprochen und ich habe mir gedacht, dann nimm die jetzt mit. Ich weiß noch nicht, ob die Farbe passt. 030 Sand Beige. Vor Gebrauch schütteln. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe hier schon mein Make-up-Schwämmchen angefeuchtet, weil das, ja, ich hoffe, das gelingt mir jetzt hier. Jo. So, kräftig geschüttelt. Auch mit Pipette. Ich pumpe mal. Oh ja. Und gebe mir auf dem Handrücken. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche, weil ich mich hiermit nicht auskenne. Auch sehr, sehr flüssig. Rieche kaum was. Gehe jetzt mit meinem Ei da rein und fange mal hier an. Oh ja. Also klar ist so ein Beige. Also ich finde auch, ich habe einen Beige. Der Unterton meiner Haut ist beigefarben. Muss natürlich jetzt hier ein bisschen aufpassen wegen meinen Augenbrauen. Vielleicht ist es demnach doch günstiger, die Augenbrauen danach zu machen. Aber okay. Ja, also ich habe das Gefühl, das trocknet sehr schnell an. Ich muss schnell arbeiten und ich brauche definitiv noch was. Das hat ja gerade mal hier für meine Stirn gereicht. Meine Augenbrauen umrunden, aber es ist schon, man sieht es, eine eher deckende, für mich eine deckende. Also nicht volldeckend, nicht volldeckend. Ich nehme immer noch was, ich brauche noch ein bisschen. Ja, die ist halt sehr flüssig und deshalb braucht man gerade mit Schwämmchen vielleicht auch ein bisschen mehr, aber mit den Händen, glaube ich, ist das nichts. Und im Moment arbeite ich sehr, sehr gerne mit Schwämmchen. Ich hätte auch meinen Primer noch, aber ich glaube, mit dem Primer von Alverde war das mit den Fingern richtig. Ja. Mhm. Doch, also die ist irgendwie leicht, aber nichtsdestotrotz hat die eine ganz gute Deckkraft. Ich mag es ja eher, wenn es nicht so deckend ist, ne? Ich komme mal näher. Also, ich finde, die Foundation macht eine ganz gute Nummer. Was meint ihr? Die Poren, natürlich sieht man die Poren, aber ich finde so, wenn ich jetzt so aus der Ferne schaue, ich war auch gerade mal nah am Spiegel dran, man sieht jetzt nicht zugekleistert aus. Ich finde es sehr, sehr schön, wirklich. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich habe wirklich geglaubt, oh Mann, vielleicht verträgt sich die gar nicht hier mit Alverde, ne? Weil oft ist es so, das hatte ich schon oft, da hatte ich diesen Hydro Primer mit den Kügelchen auch hier. Da gibt es ja diesen tollen Primer, auch mit den Kügelchen, da hat sich das auch nicht vertragen, leider. Aber das hier erstmal, erster Eindruck, es hat sich nicht irgendwie in die Fältchen hier an meinem Nasenflügel reingesetzt. Ich bin echt begeistert und ich glaube, was meint ihr, die Farbe 030 Cent Beige, passt auch ganz gut, ne? Ich fahre euch mal einen Ticken zurück. Ich glaube, im Ganzen ist das dann besser, oder? Nee, ich muss sagen, gefällt mir, gefällt mir. Dann käme jetzt der Concealer, den ich fast vergessen hätte. Da habe ich mich, stand ich bei Manhattan und dann habe ich den 3-in-1 Easy Match Concealer mitgenommen. Den habe ich mitgenommen und leider war der angetouched. Ich habe das vorher nicht getestet. Ich dachte mir, ne, nimm mit. Das ist die Farbe Soft Porzellan, die 35. Ach, ich schreibe euch die Bezeichnung rein. Kommt halt mit so einem haarigen Pinselchen unten.
Ja, und ich habe das ausgepackt und zu Hause angekommen. Habt ihr ja im Haul-Video gesehen, da war das halt schon eingefärbt. Naja. Der Concealer, der sich dem Hautton anpasst und hilft, Anzeichen von Müdigkeit zu verringern. Kaschiert Augenringe und hält auf. Hält bis zu 13 Stunden, okay. Ja, ich würde jetzt einfach hier auf die Tube ein bisschen drücken. Ich drücke mal auf die Tube. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe hier auch ein kleines Ei, so ein kleines angefeuchtetes Schwämmchen, ich glaube von Evelyn. Ja, jetzt drücke ich halt hier und so ein bisschen kommt dann. Und jetzt weiß ich auch nicht. Ich habe ein bisschen Angst, weil es ist schon recht trocken hier auf meiner Augenpartie. Oh ja, die ist wirklich. Muss man mehr drücken. Mach das mal mit den. Also mit dem Pinsel finde ich, die sind sehr hart, die Borsten. Ich lasse das mal erstmal so. Da habe ich kein gutes Gefühl, wenn ich mir das verteile mit dem Pinsel, aber es ist schon hell, ne? Man muss jetzt natürlich hier aufpassen, weil ich ja natürlich mein Augen-Make-up schon geschminkt habe. Ich versuche das jetzt mal so gut es geht. Ich glaube, das reicht mir schon. Ich bin halt kein großer Concealer-Mensch. Ich denke dann immer, gerade bei mir, bei meiner doch schon älteren Haut, ist oft schwierig, ne? Da verkriechen sich die Concealer in die Linien. Ich werde es gleich mal abpudern mit dem L'Oreal-Puder. Ich nehme mal noch ein bisschen, ich gebe mir das mal direkt hier von dem Bürstelchen auf mein Ei. Tupfe das jetzt so ein, wirklich schön reintupfen. Und habe ein bisschen gekleckert. So, jetzt nehme ich mal den Rest. Den Rest streiche ich jetzt hier an meinem Ei ab, gebe mir hier und da noch ein bisschen hin und werde das dann Ganze jetzt abpudern. Das ganze Gesicht mit dem L'Oreal-Puder. Welches ich mir zu Anfang. Also ich denke, ich werde dieses Format nochmal abdrehen. Kann ja dann mal nach Rossmann. Und dann, wie ich schon erwähnt habe, dann den Zufall entscheiden lassen. Erstmal Daumen hoch. Also der hat sich ganz gut einarbeiten lassen. Schaut mal. Und ich habe jetzt nicht so viel Zeit damit verbracht. Ne? Ich werde jetzt mein Gesicht abpudern. Hier habe ich mein blaues L'Oreal-Puder und gib mir mal noch ein bisschen mehr in den Deckel. Nehme meinen Puderpinsel und gehe da jetzt mal hier so rein und es staubt natürlich schön. Boah. Mhm. Also der nimmt gut Puder auf. Gehe jetzt hier auch natürlich tupfend über meinen Concealer und über meine. Das reicht mir, glaube ich, schon. Ja, jetzt habe ich ein bisschen zu viel hier im Deckel noch. Naja, mal gucken. Also dieses Puder. Ich meine, die Foundation war jetzt nicht so glowy, ne? Aber das mattiert nochmal so ein bisschen. Also ich habe, glaube ich, schon für meine Verhältnisse ein bisschen viel genommen. Man braucht wirklich von dem Puder hier. Ich werde gleich die Folie zurückziehen und den Überschuss hier wieder da zurückkippen in das Döschen, weil das ist zu schade. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr feines Puder. Ich finde, und dieses, komme ich jetzt blau rüber? Sehe ich jetzt irgendwie blau aus durch das Puder? Nee, oder? Ich finde, es sieht ganz nett aus. Auch der Concealer ist noch nicht unschön irgendwie in die Fältchen gekrochen. Jetzt kämen wir zu Bronzer. Genau. Und da war ich dann bei Trendit. Da musste ich die Theken quasi wechseln, weil eigentlich wäre jetzt 183 Tage dran gekommen. Da gab es aber nur losen Bronzer, so loses Puder. Und darauf stehe ich ja gar nicht. Dann bin ich weiter nach Trendit Up. Natural Glow. Der hier ist es geworden. Also ein Bronzer, die 015 ist das. Der so einen ganz, ganz sanften, leichten Glow hat. Und der ist wirklich soft. Mein Bronzerpinsel. Den nehme ich wirklich super gerne. Nur noch für Bronzer. Das ist die von Zoeva, die 101. Luxe Face Definer. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen bronzen. Also mir fehlt tatsächlich, weil ich die letzte Zeit immer so mehr Glow im Gesicht hatte, also auch Foundation oder Pudermäßig, ist das irgendwie ungewohnt jetzt. So ein bisschen sehe ich so matt aus. Aber gut, jetzt kommt ja hoffentlich durch Blush und vielleicht ein bisschen mehr Glow und
durch den Bronzer vielleicht ein bisschen mehr Frische ins Gesicht. Also es ist wirklich ein ganz sanfter Bronzer, hätte ich nicht gedacht. Und so viel glowt der gar nicht, oder? Kann man noch ein bisschen was nehmen. Hier ein bisschen unterm Kinn. Das ist eine schöne Farbe. Den hätte ich mir jetzt auch so nicht mitgenommen. Ich habe nicht so viele Bronzer, weil man da ja echt lange was von hat. Aber ich finde den tatsächlich gut. Der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Gefällt mir. Ja, dann zurück jetzt sind wir bei Blush angekommen und dann bin ich halt zurück nach 183 Tage. Und dann bin ich hier fündig geworden. Super süße Verpackung. Und ja, eigentlich haben wir hier direkt das Schwämmchen und das ist wie ein Stempel. Also das möchte ich nicht. Das habe ich, glaube ich, in dem Haul-Video euch gezeigt. Wunderschöne Farbe, wie ich finde. Der ist aber matt, glaube ich, ne? Ja. Ich werde mir den jetzt mit einem Pinsel auftragen. Mit diesem schönen bunten Einhornpinsel. War mal irgendeine LE aus dem DM. Da gehe ich jetzt hier in die Dose. Ich dachte, der Blush wäre glowiger. Gib mir das hier erstmal nur auf meine Apfelbäckchen. Ja. Ich möchte ein bisschen mehr, tatsächlich. Ich sehe schon, das ist so ein zarter, ganz, ganz heller roter Ton. So ein Ding zwischen Aprikot und ein bisschen auf die Nase. Ich baue den mal auf. Doch, der gefällt mir. Aber ihr seht, der ist auch eher matt, ne? Also hier steht drauf, das ist die 020 Touch of Rose. Seidig zartes Puder. Lichtreflektierende Pigmente sorgen für Strahlkraft. Okay, dann nehme ich mal noch ein bisschen mehr. Weil so dolle sehe ich jetzt diese Strahlkraft nicht. Aber ich bin natürlich auch ein bisschen geblendet. Aber ich kann euch sagen, die Farbe gefällt mir. Das ist so ein Alltagston, der geht immer. Oder? Doch. Gefällt mir. Das Finish Touch Blush. Ja, aber man muss es ja nicht mit diesem Schwämmchen machen. Vielleicht, klar, da hast du dann natürlich dann auf einem Fleck dann direkt so ein Flatschen. Ne, lässt sich auch schön verteilen, genau wie der Bronzer, also Hut ab. Gut, dann wären wir jetzt bei Highlighter. Da war ich auch so ein bisschen, das habe ich euch in dem Video, in dem Haul-Video auch gezeigt, da habe ich mich hierfür entschieden und ich habe im Geschäft nicht den Deckel abgehoben. Die sollten solche Produkte wirklich zukleben, weil es gibt leider Menschen, die auch in die Nicht-Tester reinfingern. Und ihr seht es, man sieht es ganz deutlich, da war auch schon jemand drin. Naja gut, so, das ist der My Glow Passion Highlighter. Und das ist so mehr so holomäßig. Ich bin gespannt. Das ist auch von Real Techniques, war mal eine Pinsel LE. Der Duo Fiber Contour Brush. Und damit gehe ich jetzt hier in das Herz. Trage mir den hier so auf. Oh ja. Also da sehe ich jetzt keinen groben Glitzer, das ist mehr so ein Holo-Gedöns. Ja, na, Haare dazwischen. Nase? Ja. Ich weiß nicht, ich hoffe es kommt rüber. Also ich baue den jetzt mal noch ein bisschen auf. Ich sehe das, der schimmert so pink. Je nach Lichteinfall hat der so einen pinken Glow. Aber jetzt nicht so krass. Aber hätte ich mir ein bisschen mehr Wumms gewünscht. Wahrscheinlich, weil ich jetzt eher matt aussehe, wie sonst. Obwohl die Nase leuchtet schön, finde ich. Aber dezent, ne? Also es ist ein dezenter Highlighter. So mehr so Holo. Hier Holo Manolo. So, kann man noch ein bisschen dicker auftragen. Ja, ist eine sanfte Geschichte und hat halt so einen schönen Glow-Effekt. Ja, hier steht drauf, bringt dein Herz zum Strahlen. Während die super softe Textur dein Herz zum Schmelzen bringen wird, intensiviert das Strahlen deiner Wangen mit irisierenden Highlights. Meine Güte.
Ja, finde ich nicht schlecht. Ist eine süße kleine Dose und ist mehr so, ich hoffe, es kommt drüber, so ein Holo-Effekt gibt der. So ein leichtes, leicht pinkstichiges Glänzen. Ja. Und wo sind wir jetzt? Fast am Ende. Jetzt käme Lipgloss. Lipgloss, ja. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich glaube, ich habe es euch im Haul-Video schon gezeigt. Es gab, dann war ich die letzte Theke bei uns im DM ist Essence und dann dachte ich mir, okay, fängst wieder bei L'Oreal an und holst einen Lipgloss. Und dann sah ich aber neben der Kasse noch genau gegenüber von L'Oreal diesen, hier die eine YouTuberin, Betique, genau. Ja, die, aus dieser komischen, ich sag's jetzt mal, das ist ja alles weiß, eher schlicht gehalten, auch nicht gerade günstig. Das ist ein Lipgloss und zwar Antidot heißt der, Antidot. Ich fand die Farbe so spektakulär, so bläulich. Wie man das hier sieht, könnten meine Lippen gleich leicht bläulich aussehen. Passend zum Highlighter vielleicht ein bisschen holo. Ist schon interessant, ne? Leider, ich habe daran gerochen, als ich den gekauft hatte und ich zu Hause war. Oh, das riecht nach Zuckerwatte pur. Und auch auf den Lippen schmeckt es so. Ich bin ja eigentlich eine Süße, aber ist schon krass. Oh ja. Seht ihr dieses ja blau-lila Leuchten? Boah, ist der süß. Das ist echt Zucker pur. Warum muss man Lipgloss so süß machen? Boah. Man hat es ja auf den Lippen und auch irgendwann, ne? Also es ist wirklich krass. Es hat diesen Holo-Effekt, ja, so blau, mehr so ins Bläuliche, ne? Irgendwie cool, aber was ich nicht so cool finde, ist wirklich, das ist wirklich was, da wird, das ist mir zu süß. Den kann ich nicht weiter verwenden, das war leider der Flop. Also das ist wirklich so, ich glaube, mein einziges im Moment aus dieser ganzen Geschichte hier von den neuen Produkten, Flop. Ich finde die Farbe irgendwie cool, ich finde dieses Holo-mäßige irgendwie toll. Aber, pfui. Ja, dann fiel mir ein, als letzter Posten habe ich noch das Fixing Spray zum Fixieren. Und dann war ich ja eigentlich durch und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich jetzt einfach mir ein Fixing Spray von einer Theke aussuchen, welches ich schon immer mal testen wollte. Und dann fiel mir bin ich bei Manhattan stehen geblieben. Der Insta Prime Set, genau, dieser hier. Ziemlich große Pulle. Und die wollte ich mal ausprobieren. Hatte ich auch bei niemandem im Video sonst gesehen. Das ist, den kann man vorher auch verwenden zum Primen, aber auch zum Setten. 100 ml. Nach dem Auftragen des Make-ups aus 20 cm Entfernung in kreisförmiger Bewegung über das Gesicht sprühen. Augen geschlossen halten. Ich schüttel mal vor. Dann wollen wir mal fixieren. Es riecht sehr, sehr angenehm frisch, irgendwie nach Aloe Vera. Ich finde, es hat so einen Aloe Vera-Duft, richtig angenehm. Sprüht relativ, ich habe ein Setting Spray, was feiner sprüht, aber ich habe auch ein, zwei, die nicht so schön sprühen. Das hier geht, das ist so ein Mittelding. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe schon jetzt nicht gerade wenig genommen, aber es geht, ne? Ist nicht so schlecht. Ich zoome euch jetzt nochmal so raus. Also, es riecht sehr, sehr angenehm. Ich bin gespannt, ja. Und mal, schön finde ich auch, dass man das vorher benutzen kann. Ah. Also hier steht halt als Tipp, das Spray kann vor dem Make-up als Primer verwendet werden. Ja, jo, erstmal Daumen hoch, mal gucken, ne? Also, finde ich nicht schlecht. Das war's, ihr Lieben. Das war jetzt Full-Face-Schminki, alles neu, der Theke nach quasi. So. Ich bin von allen Produkten angetan. Doch, selbst der Highlighter, der Highlighter von Essence passt super zum Lipgloss. Aber es geht nicht. Ich meine, das ist so süß. Dieser Lipgloss ist so süß. Warum macht man das? Es muss doch nicht alles so süß schmecken. Also wirklich, die Mascara gefällt mir auch.
Mal gucken, wie lange sie hält so am Tag. Aber ich werde jetzt meine L'Oreal weiter benutzen. Und wenn ich das nächste Mal dieses Schmink, dieses Thema, dieses Videoformat weiterführe, nochmal einen Teil 2 rausbringe, dann werde ich, wie gesagt, die Mascara jetzt nicht als Posten aufführen, weil ich ja jetzt die eine verwende. Aber erstmal Daumen hoch. Also ich finde gerade die BH Cosmetics Palette bin ich sehr angetan. Positiv überrascht auch von dem Primer von Alverde. Mit diesem schönen, angenehmen Vanilleduft. Und die Liquid, da hatte ich am meisten Angst vor irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich dachte mir, oh Gott, hinterher verkriecht sich das alles und dein Gesicht sieht zugekleistert aus. Aber gar nicht. Was meint ihr? Ich finde, vielleicht habe ich ein bisschen viel Bronzer verwendet. Ich weiß es nicht. Also ich muss wirklich sagen, auch hier L'Oreal Puder, dieses blaue Puder, ist erstmal gut. Ja. Augenbrauen, ich bin, wie gesagt, bis auf den Lipgloss hier ist, finde ich, hat mich kein Produkt erstmal enttäuscht. Ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Meinung. Wie findet ihr das? Soll ich das nochmal abdrehen? Vielleicht, dass ich mal nach Rossmann gehe und wie gesagt den Zufall die Reihenfolge bestimmen lasse. Ich finde das spannend. Man probiert andere Sachen aus und ich finde wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass ich bis auf den Lipgloss, dass ich die Produkte so gut finde. Auch das Blush und irgendwie passt das. Ich weiß auch nicht. Wahnsinn. Mir hat es riesigen Spaß gemacht, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß und Freude. Und ich freue mich jetzt auf euer Feedback, auf eure Kommentare und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschalten würdet. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.